Willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Im letzten Part haben wir uns im RPG-Stall durchs Labor gekloppt. In den Kommentaren wurde ich darauf hingewiesen, dass die rote Schleife vermutlich eine Anspielung auf die Red Ribbon Army aus Dragon Ball sein soll, was sein kann. Ich weiß, was Dragon Ball ist, ich habe einige Kenntnisse über das Universum und die Serie, ich habe sie selbst aber nie gesehen. Deswegen mir Dr. Jiro auch kein Begriff war. Darüber hinaus bin ich erkältet. Zugriffsanfrage für Einschränkbereich 1 wird verifiziert. Turning Test wird initialisiert. Bong. Okay, das ist ein interessantes Passwort, aber nehme ich. Dann kann ich Ihnen, Dennis, ja sagen, was ich sagen wollte. Ja, wie gesagt, bin ich erkältet. Entsprechend ist mein Hals einigermaßen im Arsch und das hat zur Folge, dass ich jetzt mich bei den Stimmen in dieser Woche nicht allzu sehr verkünsteln werde, weil ich mich ansonsten umbringen werde. Beim Versuch, das noch irgendwie. Ja, allein dieses eine Viech da bei den Banditen, wenn ich versuche, die Stimme jetzt zu machen, da kill ich mich. Das, nee. Also, sorry. Heute etwas, deswegen diese Woche, nicht heute, weil ich nehme es am gleichen Tag auf. Diese Woche etwas weniger Voice Acting. Vielleicht ein bisschen anderer Winkel, so. Also. Wow. Oh, wow. Menschliche Intelligenz festgestellt. Dieser Test war dazu da, um zu gucken, dass hier keine KI drauf zugreift, oder was? Defug. So, dann mal abgecheckt. Ja, dann haben wir das schon. Zugriff verweigert, Sicherheitsstufe 5 wird aktiviert. Das ist ein Zettel. Wieso steht das auf einem Zettel? Egal. Noch mehr Daleks. Die greifen 100 Pro noch irgendwann an. Gitter. Geht wohl nicht anders. Na dann. Das Gitter scheint unter Strom zu stehen. Das könnte gefährlich werden. Wie sollen wir verhindern, dass wir durch den Stromschlag umkommen? Wir werden wohl abwarten müssen, bis die Energie nachlässt, bevor wir darauf treten können. Okay. Das heißt, warten bis. So. Dann charge die mal. Und die charged auch. So, jetzt wieder Strom. Oh, das war ein Crit. So. Dann Fina. Ups, das war nicht so clever. Aber das klappt. So, so treffen wir auch alle. Shit. Schlechtes Timing. Ich sehe echt nicht den Punkt, was ich das bringen soll, das zweimal aufzuladen. Ja, gut, das brauche ich auch nicht mehr. So. So. Dann Fina, heilt sich bitte einmal. Und dann kann Velvet. Kuro, von mir aus auch. So, jetzt Velvet. An sich, den Single-Target-Schaden hat Kuro den höchsten, aber Velvet und Fina machen halt AOE. Darf man halt auch nicht unterschätzen, ne? So. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder drauf trete. Okay, ne, kommt nur einmal. Gut, dann, hab nichts gesagt. Nee, so. Na komm, nicht ran, schade. Wäre vielleicht cleverer gewesen zu warten. Steht hier was? Es könnte Himmel oder Hölle sein. Willkommen im... Ja, im ist ein Himmel. Zugriffsanfrage für... Es verifiziert. Turning Test wird initialisiert. Was ist das jetzt? Ah, Snake. Okay. Ich habe damals auf dem Grafiktaschenrechner in Snake übrigens den Klassenrekord gehabt. Also den unbrechbaren Rekord. Ich hatte Maximum, wo die Schlange in ihren eigenen Schwanz beißen musste, weil kein Feld mehr frei war. Könnte sein, dass ich etwas außer Übung bin. Ich sollte das mit dem Steuerkreuz machen und nicht mit dem Analogstick. So. Ja, mit dem Steuerkreuz ist das
wesentlich angenehmer. Einfach weil ich eine viel kürzere Bewegung habe. Ups, das war nicht gut. So, und hoch. Und drüber. Da gibt es ja auf NineGag etliche solche GIFs, wo... fuck. Ich soll, nebenher redet es auch noch mal so eine Geschichte. Endliche solche GIFs, wo dann Leute diesen Rekord aufstellen mit dem dreimal erhöhten Tempo oder so einem Scheiß. Und ja, es heißt GIF, nicht GIF. Hat ihr nicht auch diese Grafiktaschenrechner, wo man Spiel drauf machen konnte? Diesen Texas... TI-84 hatten wir. Inzwischen muss man ja, darf man ja keinen grafikfähigen Taschenrechner benutzen, sondern nur noch einen nicht programmierbaren wissenschaftlichen Taschenrechner. Aber wir durften doch den Grafiktaschenrechner benutzen. Und dann hieß es immer, es bringt nichts, Spiele draufzuladen, weil die vor jeder Klausur sowieso resettet werden. Unser Physiklehrer hat übrigens nie resettet, wir haben immer die Formel eingespeichert, die wir für Physik gebraucht haben. Und da hatten wir so ein Programm, ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, aber das war das, was die Spiele gemanagt hat. Und das konnte man ein bisschen so rumwurscheln, dass es, wenn der Taschenrechner resettet wurde, nur so getan hat, als würde der Taschenrechner resettet werden. So, jetzt, es geht doch. Gott, wie hieß dieses Programm? Und da hat man verschiedene Spiele, es gab zwei verschiedene Snakes sogar. Eins mit Rand und eins ohne Rand, wo man links und rechts wieder raus konnte. So eine Art Super Mario hatten wir sogar. Kein besonders Gutes, aber hey, es war Super Mario. Man hat sogar eigene Levels machen können da drin. Leider Side-Scroller. Aber oh, besser wie nix. Dann so ein Blocks-Spiel gab's noch. Ach ja, das waren lustige Zeiten. So, Strom bitte einmal. Na komm, auf den da so. Weil der hat am meisten HP. Charge. Charge. Die Sache ist bloß, ich glaube, Fina erwischt nicht alle mit ihrem... Ich glaube, ihn da verfehlt sie dann, ne? Das sehen wir ja gleich. In der nächsten Runde... Wenn ich es auf den da schieße, dann... Nächste erwischt sogar alle, okay. Und du sowieso. Bei Velvet wäre es eher ein Kunststück, wenn sie was verfehlen würde. Jetzt stirbt aber gerade mir meinem Geschmack nach ein bisschen zu wenig. So, dann wird Kuro mal geheilt. Und der Rest macht den normalen Angriff. Danke. So. Und Fina kann, glaube ich, sowieso machen, weil sie hat ja einen Fernkampfangriff. Nicht, dass es mehr dann würde, weil Guru zuerst dran ist. Na dann, bin gespannt, was für ein Minigame jetzt kommt. Aus vom RPG-Labor ins Arcade-Labor. Ah, Space Invader. Okay. Dann, ja, Space Invader. Kennt ihr eigentlich von einer von euch Fritz und Fertig, diese Lernsoftware für Kinder, für Schach? Da gab es ein so ein Spiel, wo es um Blockade ging. Zum Mausefallen. Ah, shit. Und das war auch Space Invader. Nur, dass man dann halt mit so einer Maus war. Die halt mit der Kanone Käse auf Mausefallen geschossen hat. So, erstmal gucken, dass ich die untere Reihe jetzt kaputt kriege, nicht wie gerade eben, dass ich mich da festkeilen lasse. Puh. Das Problem war, dass damals der Rechner, für mich das hatte, der war so arschlangsam, dass das Spiel zu langsam lief, also dieses Minigame. Und deswegen die Geschosse so langsam waren. Und man konnte nur 7 Geschosse auf einmal draußen haben. Das war dann mit dem neuen Rechner kein Problem mehr, weil da waren die so schnell, dass man eigentlich sowieso nie mehr als 3 auf einmal draußen haben konnte. Aber beim alten Rechner war das halt echt ein Problem. Weil man halt im Endeffekt auch nie irgendwas getroffen hat, deswegen. Ich hätte vielleicht mal erstmal ein paar passive Boosts anmachen sollen, bevor ich hier drauf glaube, weil das sind jetzt echt ein paar viele Gegner. Was Kombos habe ich auch noch nicht rausgefunden. Na, sei es drum. So, dann jetzt erstmal Verwirrung auf alle. Oh, ist bei 3 durchgekommen, immerhin. So, du machst mal die Frostrüstung bitte für uns.
so du irgendwas angreifen, was nicht verwirrt ist aktuell. Ansonsten war alles für die Katz. Ja, das war doch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, Chargen bringt ja auch gar nicht so viel. Ganz einfach deswegen, weil die so beieinander, so weit auseinander stehen, dass ich eh nicht zwei auf einmal treffen kann. Wir aus dem Zentrum von denen sind. Das heißt einfach Kuro boosten und der Rest kloppt halt drauf. Du heilst. Und ja, wie gesagt, Velvet boostet Kuro und Kuro kloppt drauf und der Rest macht halt Utility-Zeug. Wobei es hätte sein können, dass ich die anderen beiden auf einmal getroffen hätte. Velvet hat einen ziemlich breiten Winkel. Hätte klappen können, aber naja, scheiß drauf. Ist jetzt auch voll ins Wurscht. Viel Schaden machen die ja nicht. Auf den Boss bin ich aber mal gespannt. Wenn ich hier Herzen aufsammle, halte ich damit eigentlich nur Kuro oder auch alle drei? Muss ich mal genauer drauf achten. Oh hey, Pac-Man. Die Frage ist, muss ich wirklich alle erwischen? In Pac-Man war ich nie gut. Pac-Man hat mir auch auf dem Taschenrechner. So, komm her, Geister. Kawa, 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 kawa. Oh Gott. Yikes. Wenigstens kann ich hier umdrehen. Das ist der Effekt, den wir damals hatten, konnte ich glaube ich nicht umdrehen, oder? Kann ich da umdrehen? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, der konnte umdrehen. Und von Pac-Man gibt es ja sowieso 100 Varianten. Das ist ja der AK-Game-Klassiker schlechthin. Da gab es auch diese eine iCarly-Folge, wo sie es verarscht haben. Wie ist das da? Pac-Rat, genau. Wo man dann nicht diesen Pac-Man und die Geister hatte, sondern eine Ratte und Maus fallen. Und da hat auch Spencer dann die ganze Zeit das gesuchtet. Und überhaupt nichts anderes ist gemacht. Weil der hat so einen uralten Arcade-Automaten auf dem Schrottplatz gefunden, genau. Und da war dann, glaube ich, sogar noch ein totes Wiesel drin oder so. Scheiß, komplett dumm. Die Folge war komplett dumm. Aber es war die Folge, von der ich gelernt habe, dass Sascha auch ein Mädchenname sein kann. Zumindest im Englischen. Zum Deutschen, das weiß ich nicht. Ja, man lernt nie aus. So, jetzt bringt Charge aber wieder was, weil die einen guten Winkel haben. Vor allem, weil meine auch gut stehen. So, Velvet erwischt alle und Fina vielleicht sogar auch. Na, mal gucken. Das heißt, wenn ich dich jetzt angreife. So, Fina. Wenn die so beieinander stehen? Ne, erwischt nur zwei, okay. Aber du erwischt alle. Genau. Wirklich viel Schaden macht der Elektro jetzt halt. Aber er cancelt mich halt. Wenn ich schon getroffen habe, ist es wurscht. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber hey. Immerhin hat es einen erwischt. Und wenn der jetzt seinen Kollegen angreift, ist das schon mal was wert. Ah, so viel, das nicht gereicht hat. Muss nur noch nachhelfen. Wie schon gesagt, Fina ist Fernkämpfer. Der macht das ja nichts aus. So. Das ist doch ganz gut Kohle. Oh, hi. Das war nicht so geplant. Greift euch mal bitte gegenseitig an. Ja, seid so nett. So, Frostrüstung. Das muss ich mir jetzt doch nicht in voller Stärke geben. Ja, kann ich genau den an. Ah, nee, die Verwirrung ist noch. Okay, hab nichts gesagt. So, und dann chargen wir jetzt mal. Eins, zwei. Klar, wir hätten jetzt noch einen Boost aufsetzen können, aber... Strom, so. Okay, der da unten ist jetzt ein bisschen ein blöder Winkel, aber... Oh, scheiß drauf. So, wenn ich jetzt auf den da schieße, sollte ich alle erwischen, oder? Ne, genau, den oberen verfehle ich. Aber den erwischt alle. So, dann erstmal den Nerven dann unten hier ausschalten, bevor der noch irgendwie ins Eck kommt. Dass das trotzdem machen würde oder so.
Rostigen Held noch? Ja, Held. So, jetzt aber weg mit dir. Dann du mal dich selber heilen, bitte. Dass ich keinen AOE-Heal habe, aber Kaeris im ersten hatte einen AOE-Heal und der war ein bisschen OP. Ein bisschen arg OP. Außer dann im Bossfight gegen Sephiroth, aber das war ja ein bisschen bitter tot. An sich, wer Evo Lane 1 noch nicht gesehen hat, kann sich gerne mal angucken. Das Spiel war auch lustig. Allerdings. Das war nicht clever. Allerdings ist das Spiel nochmal eine andere Hausnummer. Das ist. Weil das erste war halt wirklich nur auf lustig. Das hier ist ein. Das ist sehr viel seriöser als Spiel. Klar, ist immer noch voll von Verarschen und Anspielungen und allem. Aber es ist auch ein sehr solides, eigenständiges Spiel, denn das erste halt wirklich nur Anspielung war. Also 100% und nicht nur 95% wie das hier. So, stirbt jetzt langsam mal. Oh, hartnäckig ist er, ja. Jetzt, danke. Level up anlangt keins mehr, glaube ich. Na gut, wir hatten heute noch keins. Und wann ich letzte Woche jetzt meins hatte, keine Ahnung. Jedenfalls, ich hatte das in der Bomberman-Mine ziemlich viele Level-Ups hatte. Also relativ viele, dafür, dass wir jetzt schon so ein hohes Level sind. Wie die Zeit vergeht, Krieg kommt immer näher, eine Lösung finden. Ein Metroid. Das war irgendwie klar. Ja, wenn man schon diese ganzen Röhren anguckt, dann ja klar, warum kein Baby-Metroid? Wir sind Metroid-Larve, nicht Baby-Metroid. Und hallo, Mother Brain. Ich meine, gut, der Metroid hat es irgendwie... Aber trotzdem, Mother Brain, im Ernst? Was in aller Welt ist das denn... Ist das eklige Ding hier? Sieht wie ein gigantisches, schleimiges Hirn aus. Das muss das Ergebnis eines gründlichen, fehlgeschlagenen Experimentes sein. Ich kann nur hoffen, dass das hier kein Horrorfilm ist, sonst war's das mit uns. Sowas überlebt immer nur der Held. Wie es scheint, haben diese Metallkreaturen beschlossen, es zu beschützen. Wow. Ich glaube, ich mache Kuro mal Fokus auf Mother Brain und ihr zwei macht mal mit eurem AOE den Rest klein. Mal gucken. So blöd, dass Fina einerseits, das Velvet einerseits den besseren AOE hat, aber andererseits auch die wichtigeren Utility-Spells. Das ist ein bisschen blöde. So, erstmal kurz heilen. Also nachher weiter chargen. So. Ich glaube, auf Booster zieht es einfach tatsächlich mal. Weil ich glaube, das würde zu viele Runden dauern, den Boost zu machen, bevor. Also sinnvoll zu verteilen. Bevor dann. Okay, das war nicht so heftig, wie es ausgesehen hat. So, drauf. So, und du jetzt mal. Ich glaube, wenn du hier drauf schießt, haben wir den besten AOE. Mäßig. Ja, den Robot hat da hinten verfehlt. Ich weiß nicht wie, aber er hat es irgendwie geschafft, den zu verfehlen. Ah, die Barriere ist weg. Dann, nee, halt. So. Das war gut. So, und dann bitte wieder Frostrüstung. Und ja, du klopfst weiter drauf. Das Angenehme ist auch, wenn ich auf das Hirn haue. Ich nenne es einfach mal Mother Brain. Dann, Verwirrung hätte ich mal machen können. Aber jetzt muss ich gerade dauernd heilen. Die Spells sind ungeschickt verteilt. So, drauf. Und Fina heilt sich gleich wieder selber. Und Kuro muss auch mal geheilt werden, weil Fina hat weniger HP. Ja, so eine Regenerationsfähigkeit wäre mal was. Oder irgendwas AOE-mäßiges halt. Muss ja nicht zwingend Regeneration, dann kann auch normaler hier sein. Das war gut. Oh, der ist nebenher gestorben. Nehme ich. So, da. Oh, okay. Geht auch. Kein Kommentar? Nein? Okay, dann bin ich bei den Party an dem Punkt. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Let's go.
Ich hab's nicht